Wann schämst du dich für das Richtige ein? Wenn ich zum Beispiel etwas vergesse, nachlässig bin, egozentrisch bin, andere im Regen stehen. Also es gibt ganz viele Sachen, und ich mich auch schäme dafür. Gerechtfertigt, würde ich sagen. Aber nicht, wenn ich am FKK-Strand rumlaufe und meinen Spass habe. Du gehst sicher nicht am FKK-Strand, das hast du jetzt nur da gesagt. Nein, das habe ich ein- oder zweimal gemacht. Genau. Im Ausland. Ja, heute zusammen, da sind wir wieder, Bleisch und Bossart, zweite Staffel mehr. Das sind Yves Bossart und ich, Barbara Bleisch, und wir diskutieren hier philosophische Alltagsfragen. Genau, und in der ersten Staffel habt ihr fleissig mitkommentiert und diskutiert auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Und das hat uns mega gefreut, weil Philosophie ist immer auch ein Gespräch, eine Diskussion. Und wir hoffen, dass ihr das in dieser Staffel genauso macht. Flutet uns mit Kommentaren. Heute geht es um das Thema Scham und um die Frage, ob Scham eigentlich etwas Gutes ist. Barbara, gibt es etwas, für das du dich extrem schämst, dass es so richtig peinlich ist? Also ich glaube, wir kennen ja all die Situationen, zum Beispiel, wenn einem ein Furz rausgeht. Das passiert dir? Ja, sicher. Und am schlimmsten sind ja die, wo man nicht hört, aber wo stinkt. Weil dann weiss man nicht einmal, ob man sich entschuldigen muss. Stimmt doch nicht. Wir arbeiten jetzt schon lange zusammen, etwa 8 Jahre, aber ich habe noch nie weder etwas gehört noch etwas geschmeckt. Okay, dann bin ich froh. Dann bin ich ist gut. Aber was ich auch sehr peinlich finde, ist, wenn man gegen den Schlaf kämpft, in einem Vortrag oder im Schauspielhaus, und so merkt man, nickt so langsam ein und man kann es fast nicht aufhören. Das passiert dir auch? Dir nicht? Ich hatte zum Beispiel so Lachanfälle auch schon gehabt, wirklich an der Uni, ich weiss es noch genau. Du hast nicht dürfen lachen und ich habe einfach so lange nicht gelacht und total Kontrollverlust, du kannst es nicht mehr aufheben. Aber das ist mega schön. Ja, aber nicht für die vorne, die wissen ja nicht, dass du nicht wegen ihnen lachst, sondern wegen etwas anderem. Ja, nein, schrecklich. Aber viele von diesen Sachen sind ja kulturell konnotiert, zum Beispiel das mit dem Schlafen, das finde ich wirklich total interessant. In Japan zum Beispiel sind ja in diesen U-Bahnen sind ja das halbe Schlafwagen. Also die Leute, die während dem Pendeln Schlaf vorholen, Schlaf nachholen. Mhm. Und man schläft einfach. Und in der Schweiz habe ich so das Gefühl, man darf schon schlafen im Zug, aber bitte nicht sabbern. Geräuschlos, nicht sabbern, nicht schnarchen, nicht zucken. Und kürzlich hat mir ein Freund gezeigt, wie man sich verkeilen muss im Sitzen, im Zug, damit es emotionsfrei geht. Zum Beispiel so. Übereinander. Verkeilen. So. Und dann tut man den Kiefer so einstecken. Und du kannst beides raus. Das muss das funktioniert. Aufgehen. Der Kiefer nicht aufgehen. Sehr jetzt gut. So, und dann noch das Buch irgendwie so. Ehrlich gesagt, ich kann nicht schlafen. Also es ist lustig, es sind alles Beispiele, wo wir unseren Körper nicht mehr unter Kontrolle haben. Es geht ja auch wirklich um die moralischen Vergehen. Und die kann man ja auch noch mal herausstreichen, dass Scham auch oder Schuldgefühl sind eigentlich auch eine Begleiterscheinung von Freiheit. Also wenn wir an die Urszene der Scham denken, dann ist das Adam und Eva. Und sie haben die Freiheit, nehmen sich die Freiheit raus vom Baum von der Erkenntnis zu essen. Und durch das, dass sie ihre Freiheit rausnehmen und eine Norm übertreten, eine Regel brechen, kommt das Schamgefühl. Das heisst, Freiheit und Scham gehen auch miteinander Hand in Hand. Man will dann im Boden versinken und irgendwie unsichtbar sein. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, aber in dem Unsichtbarsein steckt auch noch etwas sehr Philosophisches drin. Nämlich, wenn wir Jean-Paul Sartre nehmen, der französische Philosoph, der hat gesagt, es ist genau darum das Gefühl von der Scham beim Menschen, weil der Blick von der anderen auf mich fällt. Scham ist eine Emotion, etwas, das wir aber nicht angeboren schon haben. Also ein Säugling oder ein Kleinkind schämt sich ja noch nicht, sondern das kommt erst mit der Zeit. Wut, Trauer zum Beispiel, das haben schon ganz kleine Kinder. Aber Scham kommt erst mit der Zeit, wenn du eben dir bewusst bist, dass andere dich anschauen und du an der Stelle der anderen dich kannst anschauen. Genau, und irgendeine soziale Norm verletzt, oder? Irgendetwas falsch gemacht hast. In welchem Sinne auch immer. Manchmal ist es ein bisschen moralisch konnotiert, manchmal ist es aber auch einfach auf Sexualität, auf Intimität, oder? Man entblößt sich, man gibt einen Aspekt von sich preis, wo man gerne hätte, dass man den nicht hat. Oder wo man gerne hätte, dass andere nicht wüssten, dass ich den habe. Was glaubst du, für was schämt man sich denn heute mehr wie früher? Ich glaube weniger für körperliche Sachen, sondern eher jetzt durch die moralische Aufgeladenheit vom Alltag. Also wenn ich jetzt irgendein Flugzeug nehme und Stichwort Flugscham, oder irgendwie Fleisch essen und irgendwie, weiss nicht, sind jetzt da Vegetarier oder Veganer rum und das nicht traut zu essen. Also viele so moralische Sachen aus dem Alltag sind, glaube ich, jetzt für Leute mit Scham behaftet. Ja.
Aber im Ulrich Greiner seine These mit dem Schamverlust sagt eben auch, es geht sehr viel darum, was sind eigentlich die ästhetischen Regeln in Gruppen. Also wenn du zum Beispiel eine Affäre hast mit deiner Nachbarin, ist das nicht mehr unbedingt Anlass, um dich zu schämen, sondern im Gegenteil, unter Umständen bist du in einer Gruppe daheim, wo es peinlich ist, wenn man nie einen Seitensprung hat. Mhm. Und vor allem, es ist viel peinlicher, wenn die Frisur nicht bis am Abend sitzt oder das gleiche Kleid an hast an der Party wie deine Freundin. Aber das war doch früher schon so gewesen. Also es hat doch auch die sozialen Konventionen früher gegeben, wie man sich anlegt, wie man redet und so weiter. Und der Statusverlust, den man dann in Kauf nimmt, wenn man irgendwie etwas falsch macht, eine Regel verletzt, das hat es doch auch. Das stimmt, das glaube ich auch. Und der Begriff von der Statusscham, den der Greiner braucht, den glaube ich auch, hat es früher genau auch schon gegeben. Dass man nämlich irgendwie, wenn man nicht entsprechend sich anlegen konnte, ist man ja auch wie aus der Klasse rausgefallen. Ja. Und das gibt es heute auch noch. Aber was er interessant sagt, ist, in einer pluralistischen Gesellschaft kannst du eigentlich an der Peinlichkeit wie einen Seismograph nehmen. Je nachdem, was dir peinlich ist, gehörst du zu... Man kann eigentlich fragen, was ist dir peinlich, dann kann ich dir sagen, zu welcher Gruppe gehörst du. Zum Beispiel Tattoo. In gewissen Gruppen ist es peinlich, ein Tattoo zu haben, in anderen Gruppen ist es peinlich, kein Tattoo zu haben. Hast du ein Tattoo? Nein. Scham ist, aber Scham ist auf eine gute Art verröterisch. Nein, für mich ist es auch nicht peinlich. Scham ist verröterisch, es entlarvt unser Selbstideal und unser Selbstbild. Das ist sicher so. Und heute in einer pluralistischen Gesellschaft gibt es halt ganz unterschiedliche von denen. Das ist schon völlig okay. Also. Ich finde es dann problematisch, Stichwort Leistungsgesellschaft, Selbstoptimierung. Mhm. Wenn man sich anfangen muss schämen, dass man nicht perfekt ist, dass man nicht irgendwie gut genug ist. So eine narzisstische Scham, könnte man vielleicht dem sagen. Und das finde ich schon problematisch aus diversen Gründen. Also, wenn man es nicht mehr irgendwie das Falsche anleitet oder so, sondern zu wenig Likes bekommt und der Lebenslauf irgendwie eine Lücke drin hat, das finde ich absurd. Oder? Also, zu wenig Likes, das ist ja nochmal quasi die ganze Welt von den Social Media, das ist so nochmal ein Kapitel quasi für sich. Wie unglaublich peinlich ist es, wenn man dort nicht gut performt. Und das wiederum hat sich quasi wie fast zurückgespiegelt ins reale Leben, wo auch alles eine Performance ist, ein Performen ist. Das ist so eine These vom deutschen Soziologen Andreas Reckwitz. Oder wir tun uns das Leben nicht mehr leben, sondern wir führen es auf. Und alles ist ein Theater. Alles ist eine Bühne, wo man sich zeigen muss. Und, und das, glaube ich, ist tatsächlich wirklich etwas, was uns auch extrem müde macht, wenn es einfach nur noch darum geht, zu gefallen und zu performen und es peinlich ist, wenn du nicht vorne mit dabei bist. Mhm. Aber grundsätzlich, Schamgefühl würde ich auf gar keinen Fall verteufeln, weil ich wirklich glaube, das ist auch eine zivilisatorische Errungenschaft, wie es einhergeht mit der Reflexivität, dass du dich selber kannst von außen anschauen und dass dir nicht einfach egal ist, wie du da stehst. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Alles geschenkt, weißt, mir immer in den Sinn kommt. Es ist viel zu viel davon. Es ist viel zu viel davon, würde ich sagen. Aber lass mich noch schnell den Punkt machen. Das Lied von Mani Matter, das finde ich immer noch eines der ganz, ganz grossen Beiträge zum Thema Scham, Hemmungen. Mhm. Dann die letzte Strophe, die er sagt. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, dann sehe ich nicht nur schwarz, sondern auch rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmungen haben. Das ist der Punkt. Wir müssen eigentlich hoffen, dass wir noch Hemmungen haben, dass wir das Schamgefühl nicht ganz verlieren, dass wir immer wieder in der Lage sind, auf uns zu schauen und uns zu fragen, was denken die kommenden Generationen eigentlich von uns. Doch, klar, aber wir müssen uns für das Richtige schämen und nicht für das Falsche schämen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir uns für die moralischen Vergehen schämen, darf man das so nennen, ich würde es eher ein Schuldgefühl nennen, ein berechtigtes Schuldgefühl oder ein schlechtes Gewissen, dann völlig geschenkt, oder? Ich meine, was ich beobachte, ist einfach der Exhibitionismus, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft. Nicht nur, was Körper angeht, sondern auch, was irgendwie seelischer Exhibitionismus angeht. Im Tram wird telefoniert und irgendwie brüllt und alle Geheimnisse werden rausgeplaudert und ich sitze nebendran. Da fragt man sich schon, ist das okay? Ich finde das sehr okay. Es gibt Leute, die das stört, aber ich finde, das ist eine Form von Emanzipation, von Befreiung gegen die Repression, die Scham eben auch sein kann. Also ich meine, da kann man noch lange darüber reden, können wir vielleicht noch mal darauf zurückkommen, ist Scham eigentlich gut oder nicht. Aber wenn wir schnell bei dieser Szene bleiben, das gibt ja dort auch so das Gefühl von der Fremdscham. Und ich habe das dann jeweils. Und Fremdscham ist ein total interessantes Phänomen. Und Psychologen und Psychologinnen rätseln auch, was das eigentlich ist. Weil wenn du zum Beispiel Angst hast, dann kann ich mich ja einfühlen. Ich sehe dein Gesicht, ich merke, du hast Angst und kann irgendwie auf dich eingehen. Aber das heisst nicht, dass ich dann auch Angst habe. Und bei der Fremdscham ist es so komisch, man hat das Gefühl, es ist etwas peinlich für die Person, aber ich empfinde Fremdscham. Mm. Es ist eigentlich mysteriös, wie das genau abläuft. Ich finde es gar nicht so mysteriös. Also es gibt ja die Spiegelneuronen in unserem Gehirn und die sind echt dafür verantwortlich, dass wir uns in die anderen hineinversetzen. Also wir sehen eine Aktion
jemand irgendwie schlägt sich mit dem Hammer auf die Hand und nachher haben wir gerade auch Schmerz, weil wir uns denken, oh, wenn ich die Handlung würde machen, wie würde ich mich dann fühlen? Und bei der Scham ist es doch genauso, wenn ich in dieser Situation wäre und mir würde das passieren, dann kommt einfach das Gefühl aus. Und unwillkürlich versetzt du dich in die Handlung, in die Aktion vom anderen. Ich glaube, es geht um die Tyrannei von der Intimität. Richard Sennett, der hat total recht gehabt. Nein, es geht genau um das. Es geht gar nicht darum, dass ich mich fremd schämen, sondern ich finde das eine Tyrannei von der Intimität. Wenn die Leute im Tram in ihr Handy plärren und ihre Eheprobleme besprechen, da wird privat in öffentlichen Raum gedreht. Die Leute spielen nicht mehr ihre Rolle und bleiben bei dem, sondern tun ihr Intimsten ausbreiten. Ich finde das extrem unangenehm. Warum ist das ihre Rolle? Vielleicht ist es einfach die neue Rolle. Du kannst einen Kopfhörer anlegen oder durch den Pax hinein oder nicht hinschauen. Ja, also. Und vielleicht irgendwie gewöhnt man sich auch daran. Also es ist ja, warum ist das dir so peinlich oder warum schämst du dich für das? Ich finde, das sind einfach Entwicklungen in der Gesellschaft, die passieren. Ich finde es schlimmer, wenn man sich vor sich selber muss schämen für irgendetwas. Also wenn man die Zwänge, die Erwartung von der Gesellschaft so stark internalisiert, dass man sich dann selber Schuldgefühl macht oder Schamgefühl macht, weil man die Eigenschaft hat oder sich so verhalten hat. Und das ganz natürlich ist, es gehört zum Menschen dazu. Ich glaube, es ist immer noch im Hintergrund die Vorstellung, die Hoffnung, wir sind gleich kein Tier, sind etwas Besseres. Und ich glaube, es ist immer noch eine Kränkung. Und sagen mit Nietzsche, wahre Freiheit besteht wahrscheinlich darin, dass man sich für nichts mehr muss vor sich selber schämen muss. Mhm. Auch wenn sich die anderen fremd schämen für mich. Ja, dass Scham dazu kann führen, dass man heimlich ein Doppelleben lebt. Über das haben wir geredet in der Sternstunde der Nacht, das seht ihr hier hin. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist, ob Scham etwas Gutes ist oder eher etwas Schlechtes. Schreibt es uns in die Kommentare hier unten und abonniert doch den Kanal.